Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, natürlich mit dem DLC geht's hier weiter. Und ja, wir müssen leider nochmal neu anfangen, weil ich gestorben bin in der letzten Folge. Aber ich hoffe mal, dass es in dieser Folge dann knacken. Es ist eigentlich nicht so schlimm. So, wir machen natürlich erstmal wieder das blöde Feuerchen aus. Oder manipulieren halt den Scheiterhaufen hier. Darius meinte, ich soll unauffällig sein. So, dann werden wir noch das Kopfgeld entfernen. Sehr schön. Und jo, und da ist wieder einer. Ich hoffe mal, dass der abhaut. Hier haben wir Polymarchen. Auch ausgeschaltet, sehr schön. Ja, ich auch. Ziegen sollen bluten, Motten werden von der Flamme angezogen. So, dann haben wir uns doch den. Schlange wird neu geboren. Neue Fangziele. Den Kultistenhinweis. Neues Leben. Vielleicht kann Darius das entschlüsseln. Okay. Triff mich heute Nacht unter unserem Liebesbaum. Ich brauche dich. Liebesbrief. Anzüglich. Okay. Das wird den Spartanern nicht gefallen. Ernsthaft, oder was?
Okay. Bis jetzt läuft's eigentlich. Brauchen aber noch zwei Hinweise. Ne, einen brauchen wir noch. Okay. Nahrungslieferung erfolgt. Dorfkoch hat es bestätigt. Eine Empfangsbestätigung. Nun ja. Okay, Befehlshaber, wir brauchen eigentlich noch ganz schön viel Zeug hier. Wollte die Festung eigentlich schon noch abschließen? Nein, die halten ganz schön viel aus, ja. Okay, was will der hier? Geh! Wurmpuff. So, hier ist nichts, oder? Ne. Oben ist noch ein... Können wir noch was anzünden? Okay.
So, dann haben wir noch zwei Schätze. Wo sollen die denn sein? Da oben ist einer. Quest der Nachlass. Sprich mit der Athletin, okay. So, ein Schatz noch. Wo soll der sein? Nochmal Ikaros nochmal. Bisschen gucken. Ah, okay. Sehr schön. Epische, oder? Speer dich Achilleus. Okay. So, dann schauen wir doch nochmal schnell auf die Quest. Was war das jetzt? Des Nachlass. Sprich mit der Athletin. Nee, das muss eine andere Quest gewesen sein. Okay. Dann machen wir direkt hier weiter. Jetzt sind wir wieder hier lang. Renne ich wieder komplett falsch. Sehr schön. So. Hier drüben. Ja, ich sehe dich schon. Wie ist es gelaufen? Super. Ganz gut? Ich konnte dich bis hierher hören. Warum fragst du dann? Ehrlichkeit ist wichtig. Was hältst du davon? Sie war trotzdem ganz gut. Sie sehen nicht nach Geheimbotschaften aus. Diese Notiz. Neue Fangzähne. Rekruten und blutende Ziegen. Ein Ziegenhof wie dieser hier, da findet das Treffen statt. Der Augen benutzt Ziegenblut in dem Eröffnungsritual. Mir hat das gar nichts gesagt. Dein Wissen um den Orden ist hilfreich. Was weißt du sonst noch? Ich weiß, dass das Treffen bald ist. Es gibt immer ein Locksignal. Da muss noch mehr in der Notiz stecken. Der Teil mit den Motten und der Flamme. Wenn sie Ziegenhöfe nutzen, könnten sie hier gewesen sein. Suchen wir nach Hinweisen. Ja, wo sollen wir anfangen? In der Kornkammer dort. Sie ist klein, aber voll. Bestimmt scharen sich da die Leute wie... Bienen um den Honig? Glaube ich nicht. Ich auch nicht. Es geht um Flammen und Feuer. Hier ist was. Ein Heuhaufen. Ein Heuhaufen. Da unten sind Rußspuren. Ja, und?
hat jemand Heu verbrannt. Die Flammen sind das Signal. Das kann nur bedeuten, sie kommen des Nachts zusammen. Wie Motten zur Flamme. Ganz genau. Wir müssen nur auf den Beginn des Treffens. Wir müssen wahrscheinlich wieder meditieren. Es gibt in der Nähe noch einen Ziegenhof, jenseits der Brücke. Gut, dann treffen wir uns dort in der Dämmerung. Okay. Ich würde sagen, wir meditieren gleich mal. Weil es ist ja eh nicht weit weg. Das Treffen beginnt bald. Komm. Irgendwie, der ist mir nicht ganz koscher, der Typ. Den Jäger wird diese Entwicklung freuen. Der Anwerber. Es gab einen Zwischenfall bei der Olynthus-Festung. Artabanos muss dahinter stecken. Artabanos? Eure Aufgabe ist es, die Adlerfrau zu finden. Aber wenn ihr mir beide bringt, umso besser. Ich bin schon da. Ich nähere mich von der Seite. Lass sie nicht entkommen. Okay. Ich brauche deine Hilfe nicht. Nur... Malaka. Da bist du ja. Wir schlagen persönlich den Kopf ab, Adlerfrau. Der Jäger wird gefreut sein. Sicher, dass du kannst. Klar. Noch einer, was ist hier los, Inge? Ah!
Komm du her, du Bitch. Alter Schwede. Buh, wir werden die erstmal, wir werden erstmal das Kopfgeld entfernen. Legt euch nicht mit. Sehr schön. Noch eine Notiz. Ich erwarte gute Neuigkeiten über die Anwerbung. Erstatte mir am See Bericht. Der Jäger. Am See? Interessant. Du bist gegangen. Warum? Ich musste sicher gehen, dass du nicht zum Orden gehörst. Du traust mir immer noch nicht. Hast du nie meine Beziehung zum Orden in Frage gestellt? Also ich habe über deine Beziehung zum Orden nachher... Es stimmt, ich war misstrauisch. Du hast die Geheimnotiz direkt entschlüsselt und du kanntest ihre Rituale und Sitten. Ich weiß, du bist sauber und wir haben unsere Antworten. Laut Notiz ist der Jäger in der Nähe eines Sees. Ich muss noch anderen Hinweisen folgen. Und ich bin sicher, Natakas hat mehr für dich. Was immer der Reus verbindet, ich werde es finden. Okay, dann schauen wir doch mal. Bubar ist der Verspürer. Hier hätten wir... Erkannter, die Schwindlerin ist die Ehefrau von Makedoniens Anführer. Hier haben wir jetzt 4 von 5. Ja, wir müssen den anderen natürlich noch erledigen. Enthüllen. In der Hand der richtigen Frau sind Männer nützliche Waffen. Jo, du mich auch. Kehre zu... Natakas Versteck zurück. Er könnte damit vielleicht etwas anfangen. Okay, sehr schön. Leute, es läuft. Und damit würde ich sagen, machen wir auch schon Schluss für die Folge. Und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es mit Nataka weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst mir doch ein bisschen Support da. Würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Reingehauen. Ciao, ciao. Euer Andi.